Auch diese Woche gibt es das mantische Wochentaroskop nicht live, denn ich bin unterwegs, wenn dieses Video online geht. Und das liegt daran, ja, dass ich jetzt langsam wieder in Bewegung komme. Das freut mich sehr. Dennoch möchte ich gerne diesen Rhythmus beibehalten und habe jetzt einfach schon mal heute ist Samstag, der 15. August, die Karten gezogen und ich werde jetzt für die kommende Woche, die am Montag, dem 17. August beginnt und am Sonntag, dem 23. August, aufhört, wie üblich jeweils eine Karte für jedes Tierkreiszeichen ziehen. Begonnen habe ich damit, das habe ich schon vorbereitet, einen Spirit Guide aus den wunderschönen Karten von Carrie Paris gezogen. Wie immer wird das in den Shownotes dann später verlinkt werden. Und dieser Spirit Guide heißt Delusion, Täuschung. Und das finde ich ganz interessant im Kontext dessen, was jetzt im August hier los war, wieder in Deutschland nach dem 1. August. Die Woche zuvor habe ich ja die Karte Nonconformist, also Unangepasstheit gezogen, die auch schon mal sehr gut passte. Und ja, jetzt mit Täuschung und den vielen Mythen, die von allen Seiten jetzt auftauchen. Ich will jetzt gar nicht politisch werden, aber wo immer man unterwegs ist, hört man Ansichten, die dann garantiert richtig sind, während andere Menschen nicht recht haben und umgekehrt. Ja, mit all diesen Themen in der Luft tut es ganz gut, vielleicht mal sich darauf zu besinnen, dass niemand die Wahrheit gepachtet hat und wir alle einer Täuschung unterliegen können in unseren Ansichten. Auch du, auch ich. Ja, und das bedeutet, dass wir in der kommenden Woche dazu aufgefordert sind, hinter die Täuschung zu blicken und nochmal ganz ehrlich mit uns selbst auch ins Gericht zu gehen, ob wir denn wirklich alle Meinungen, die wir immer so in die Welt hinausbringen, so stehen lassen können oder nicht noch mal ein bisschen einen eigenen Faktencheck machen sollten. Damit bin ich auch schon fertig mit den Spirit Guides und jetzt geht's los mit den einzelnen Karten für die Tierkreiszeichen. Und wie üblich nehme ich auch hier das Relative Tarot der tollen Carrie Paris, was ich wirklich sehr liebe. Und ich fächere die Karten jetzt hier schon mal aus und beginne ganz einfach mit dem Widder. Ja, was habe ich für den Widder gezogen? Das muss ich hier noch mal ein bisschen besser einrichten. Genau. Da habe ich den Buben der Schwerter gezogen. Also allein schon dieses Schwertschluckermotiv passt ja hervorragend zum Widder. Wir steuern jetzt immer mehr darauf zu, dass der Mars in deinem Zeichen, lieber Widder, rückläufig wird Mitte September. Und du solltest dich ganz genau ja, in Acht nehmen, wie tief du dein Schwert in dich hineinrammst. Nein, Scherz beiseite. Der Bube der Schwerter fordert dich dazu auf, zu experimentieren mit mit deiner Geisteskraft. Schwerter stehen ja immer für den Geist, den Kopf. Neue Projekte anzugehen, Brainstormings zu machen und dir zu überlegen, was du jetzt machen möchtest, wenn die Hitze vorbei ist, wenn der Herbst kommt und wir alle wieder besser handeln können, aktiv sein können. Dieses Schwertschluckermotiv beinhaltet aber auch die Warnung, dass du manchmal ein bisschen zu vorschnell im Umgang mit anderen Menschen bist. Gerade dir sollte das Thema mit der Täuschung nochmal ans Herz gelegt werden. Versuche, bevor du dich zu etwas äußerst, ich weiß, das ist nicht deine Stärke, dich in Geduld zu üben, aber versuche, bevor du dich zu etwas äußerst, erst nochmal genau nachzudenken, wie du es formulierst, wie es bei anderen Menschen ankommt, damit du andere nicht zu sehr vor den Kopf stößt. So, wenn du das nämlich so handhabst, dann kommt deine Meinung auch viel besser bei anderen Leuten an, als wenn du es einfach ihnen an den Kopf knallst. Das wäre eine Sache, die mir noch zu dem Buben der Schwerter einfällt, gerade im Zusammenhang mit Widder. Ja, die nächste Karte, die ich ziehe, ist für den Stier. Und der Stier bekommt auch dieses Mal eine Schwertkarte von mir, nämlich die 3 der Schwerter.
Ah, die sieht ein bisschen melancholischer aus. Hier wird nicht nur das Schwert in den Rachen gestoßen, sondern es ist gleich durch den Kopf gegangen. Es sitzt am Hals und auch hier am Herzen. Die drei der Schwerter haben oft etwas mit einer Enttäuschung zu tun, die du erleben musst. Nun habe ich schon gesagt, dass das Thema Täuschung gerade sehr aktuell ist von den Spirit Guides her. Und du hast hier die große Chance, durch die Enttäuschung durchzugehen. Natürlich zu dem Preis, dass du dich vielleicht von Menschen, vielleicht auch von Dingen verabschieden musst, die dir etwas wert sind. Aber wenn du weitergehen möchtest, dich weiterentwickeln möchtest, dann ist es gut für dich zu sagen, davon verabschiede ich mich jetzt, es tut mir einfach nicht gut und ich gehe nach vorne. Wichtig ist, dass die drei der Schwerter kein Herzschmerz sind, es ist ein Kopfschmerz. Und da ist dann zu sagen, dass wir durchaus handeln können. Wir müssen uns nicht irgendwie in Kummer wälzen, in Liebeskummer, in ja, irgendeiner anderen Traurigkeit, sondern es geht eigentlich darum, einen Schalter im Hirn umzulegen und zu sagen, okay, ich habe es jetzt verstanden, so komme ich nicht weiter, ich mache das nicht mehr so und dann weiterzugehen. Das ist meine Nachricht für den Stier. Als nächstes kommen die Zwillinge dran. Ah, und die Zwillinge, die sind schon wieder total auf Speed. Acht der Stäbe. Für euch ist diese Woche eigentlich nichts Großes angesagt. Genießt, dass ihr in den vergangenen Wochen gut gearbeitet habt, vorangekommen seid mit den Dingen, die ihr so erledigen wolltet für euch und nun ein schöner Flow entstanden ist. Die Karte ist Merkur im Schützen zugeordnet, eurem Gegenzeichen, aber immerhin Merkur, euer Gott, Hermes, Merkur ist hier aktiv und sorgt dafür, dass ihr genau das bekommt, was ihr verdient, weil ihr es mit eigener Arbeit losgestoßen habt. Manchmal kommt eine kleine Überraschung ins Spiel bei den Acht der Stäben. Das bedeutet, dass manchmal etwas Unvorhersehbares passiert, aber das hat auch damit zu tun, dass ihr es angestoßen habt. Und da passieren dann halt auch manchmal Sachen, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Nehmt sie mit in die Kalkulation und ihr werdet sehen, dass am Ende ein tolles energetisches Produkt dabei herauskommt. Ja, und damit wünsche ich euch viel Vergnügen. Nach den Zwillingen kommt jetzt die Nachricht für den Krebs. Ja, und der Krebs, der liebt das Drama, das wissen wir alle, und hat jetzt hier auch gleich von mir das Gericht bekommen. Das Gericht ist immer ein Hinweis darauf, dass es Aha-Erlebnisse für dich gibt, lieber Krebs. Beobachte diese Woche dein Umfeld ganz genau, auch zum Thema Täuschung natürlich. Wer bringt dir Nachrichten, die für dich absolut nicht mehr tragbar sind? Wer bringt dir Nachrichten, wo du denkst, holla, das ist aber mal eine interessante Ansicht, da möchte ich mehr drüber wissen? Und folge diesen Impulsen, die du in dir spürst. Immer wenn wir das Gericht ziehen, heißt das, das, was dir jetzt von außen entgegengebracht wird, das ist absolut mit in die Kalkulation hineinzunehmen, zu respektieren und umzusetzen. Höre auf deinen Bauch, höre auf das, was dir gespiegelt wird und handle danach. Stecke nicht den Kopf in den Sand. Ganz wichtig, werde aktiv. Für den Löwen ziehe ich natürlich auch eine Karte. Und das ist hier, Mann, wir sind heute aber wirklich sehr reflektiert und schwerterlastig, die Königin der Schwerter. Die sieht hier so ein bisschen aus wie Königin Victoria, die ja eine sehr weise Herrscherin war, aber auch einiges an Kummer einzustecken hatte und auch ordentlich austeilen konnte. Und das ist genau das, was die Königin der Schwerter ausmacht. Nutze deine Weisheit, nutze das, was du an Erfahrungen gesammelt hast bei deinen Entscheidungen, die du vielleicht diese Woche treffen musst. Und versuche aber dabei nicht rachsüchtig zu sein, nicht irgendwie jemanden etwas heimzahlen zu wollen. Sondern sage dir einfach, okay, da sind bestimmte Dinge geschehen, ich ziehe meine Konsequenzen und gehe nach vorne und ich lasse die Vergangenheit hinter mir.
Das ist die eine Bedeutung der Königin der Schwerter, die etwas dramatischer ist. Aber auch du, lieber Löwe, liebst es ja dramatisch. Die andere Bedeutung ist einfach, nutze deine Erfahrungen, deine Weisheit, um voranzukommen im Leben. Strebe eine Gehaltserhöhung an oder aber suche dir einen Job, mit dem du mehr deine Talente hervorbringen kannst. Du hast gute Qualitäten im kommunikativen Bereich, vielleicht sogar auch im Coaching-Bereich. Vielleicht sollst du auch in einem Streit vermitteln. Auch das ist eine Option bei der Königin der Schwerter. Also schaue, dass du da für dich etwas Gutes tust. Und damit gehe ich über zu der Jungfrau. Ach ja, wie schön. Für die Jungfrau habe ich die Liebenden gezogen. Ganz interessant. Die Jungfrau wird ja auch von Merkur, Hermes regiert, ebenso wie die Zwillinge. Und beide Zeichen haben diese Woche doch eine sehr schöne Energie. Wenn ich mir die anderen Karten ansehe, ist das keine unschöne Energie, aber es ist eine etwas herausforderndere, vielleicht auch anstrengende Energie als die Liebenden. Du, liebe Jungfrau, du darfst dich im Flirten und in Unverbindlichkeit üben. Das ist ja auch nicht so dein Ding, ganz alles immer in der Schwebe zu lassen. Aber gerade jetzt in der kommenden Woche solltest du vielleicht keine Entscheidungen treffen, sondern einfach mal genießen, was dir Schönes angeboten wird. Mit Menschen deine Zeit verbringen, die du wirklich wertschätzt und liebst. Vielleicht auch dir ja, dein Netzwerk pflegen und nochmal schauen, mit wem du verstärkt zusammenarbeiten möchtest, um Dinge zu erreichen. Und natürlich kann es auch sein, dass du dich diese Woche ordentlich verliebst. Aber bedenke, bei den Liebenden heißt das nicht, dass das Endziel der Liebe ist. Es geht ums Verlieben, um das Genießen der Verliebtheit. Und danach kommen ja dann immer doch auch ein paar Probleme auf dem Tisch. Dafür ist es jetzt keine Zeit, sondern genieße einfach noch den schönen Sommer, der ja so aussieht, als würden wir noch ein paar Tage schöne, heiße Tage haben. Und damit geht es auf zur nächsten Karte. Nämlich für die Waage. Uiuiui, also heute ist wirklich einiges los. Ich habe wieder eine Schwertkarte gezogen. So langsam sollten keine mehr drin sein im Deck. Für die Waage die 10 der Schwerter. Ja, das liegt auch so ein bisschen daran, liebe Waage, dass du ja das Gegenzeichen des Widders bist und du. Und der Widder, ihr habt zurzeit wirklich am meisten zu tun, dadurch, dass Mars durch den Widder geht. Während das die Qualität des Widders sehr stärkt, kannst du dich, liebe Waage, die ja doch immer ein bisschen gerne den defensiven, friedlichen, harmonischen Kurs fährt, kannst du dich ziemlich oft angegriffen fühlen gerade. Und es könnte auch sein, dass alter Kram aus der Kindheit hochkommt, der dich belastet. Das Gute an dieser Karte ist, dass du eigentlich so weit bist, all diese Dinge hinter dir zu lassen und nach vorne aufzubrechen, nämlich genau in dieses Thema des Buben der Schwerter, der dem Widder jetzt zu eigen ist. Vielleicht geht es jetzt gerade wirklich für dich darum, mit Dingen abzuschließen, die dieses Jahr einfach nicht geklappt haben, auch wenn du da wahnsinnig viel ja, Kopfarbeit hineingesteckt hast. Du merkst, es geht nicht weiter, lass es los und fange etwas Neues an. Kreatives, Spannendes an. Du hast ja genug künstlerisches, visuelles und auch sprachliches Talent, um das zu tun. Das wäre mein Tipp für dich, liebe Waage. Ja, was kommt jetzt? Nach der Waage kommt der Skorpion dran und wie immer bin ich sehr gespannt beim Skorpion, was ich da ziehen werde. Und der Skorpion, der hat eine sehr positive Karte. Ich sollte nicht immer positiv und negativ sagen, es tut mir leid. Es ist nur so, dass manche Karten einfach ein bisschen angenehmer sind in der Umsetzung als andere, weniger anstrengend und die Königin der Münzen, die gehört dazu. Die Königin der Münzen steht dafür, dass du entweder gerade einen guten Cashflow hast, dass du deine Erfahrungen auch wieder auf der materiellen Ebene jetzt nicht wie bei der Königin der Schwerter auf der geistigen Ebene an den Mann bringen kannst, dass du merkst, okay, da wo ich jetzt bin, da habe ich eigentlich alles ausgereizt an Finanzen, was ich da bekommen kann oder aber auch an tatsächlichen praktischen Erfahrungen. Jetzt ist es an der Zeit, mal langsam wieder was Neues anzusteuern. Vielleicht
Suche ich mir eine neue Arbeit oder investiere in eine Ausbildung, um meine Talente, die ich schon habe, noch stärker zu fördern für mich? Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten ist es einfach ein Thema von kümmere dich mal um dich, um deinen Körper, gönne dir etwas Wellness. Es ist gerade etwas schwierig, sich Wellness zu gönnen, aber nimm dir vielleicht einen Tag Zeit, nur für dich da zu sein und dich zu genießen. Und dann erfüllst du auch schon das Motto der Königin der Münzen. Nun kommt der Schütze an die Reihe. Und für den Schützen habe ich auch eine Münzkarte gezogen, nämlich die 9 der Münzen. Ja, auch eine wunderschöne Karte, die 9 der Münzen. Sie spricht davon, dass du auch, ähnlich wie bei der Königin der Münzen, Herrin deiner Talente bist, dir aufgrund harter Arbeit etwas erarbeitet hast in den letzten Monaten und dich eigentlich auch gerade wie die Jungfrau, wie der Skorpion ausruhen solltest und dass die Zeit genießen solltest mit dir. Vielleicht hast du Lust, dich mal ein bisschen alleine irgendwohin zurückzuziehen. Die Neunen sind auch immer mit dem Eremiten verbunden. Oder aber du möchtest gerne eine schöne Party feiern, weil du etwas Tolles erreicht hast, dann ist das auch richtig. Auf jeden Fall ist es jetzt an der Zeit, etwas zu genießen, woran du lange gearbeitet hast und eine kleine Pause zu machen, bevor du dich dann wieder in deine vielen Abenteuer und Geschäfte stürzt. Das ist eigentlich das, was dir die kommende Woche verspricht. Ja, als nächstes lasst uns mal schauen für den Steinbock. Und für den Steinbock ziehe ich natürlich auch sehr gerne wieder eine Karte. Und ich habe für ihn den Buben der Stäbe gezogen. Eine wunderschöne Karte, die davon erzählt, dass du, lieber Steinbock, der du ja schon seit einigen Jahren von den Umwälzungsprozessen von Pluto, jetzt Saturn, jetzt auch noch Jupiter geschüttelt wirst, dass du dir langsam wieder einen großen, neuen, energetischen Auftritt leisten kannst. Für dich ist es jetzt an der Zeit, mit neuen Projekten nach draußen zu gehen, nicht länger zu warten. Du hast sicher schon genug Konzepte im Petto und es ist jetzt einfach dran, damit nach draußen zu gehen und dich zu zeigen. Warte nicht auf den Herbst, sondern fange jetzt schon an. Das ist für dich das Allerbeste. Ansonsten eine super Karte zum Flirten, zum Spaß haben und Zeit mit anderen zu verbringen oder auch, wie man sehr schön hier auf der Karte sieht, um ein bisschen zu pausen. Ja, das sind so die Dinge, die ich dir empfehlen möchte mit dieser Karte und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Die nächste Karte ist für die Wassermänner unter euch. Ja, und die Wassermänner, die haben zwar auch eine Stabkarte von mir zugekiest bekommen, aber das ist die 10 der Stäbe. Die 10 der Stäbe sieht auch wieder ein bisschen angestrengt aus. Mir fällt dazu ein, dass der Wassermann ja sehr gerne Dinge im Verbund mit anderen tut, aber letztendlich doch oft dabei endet, dass er dann doch die Dinge wieder allein machen muss. Und es wäre eine gute Idee für dich, lieber Wassermann, dir genau zu überlegen, auf welche gemeinschaftlichen Vorhaben du dich mit anderen Menschen einlässt, mit wem du da zusammenarbeitest, damit du am Ende nicht die Rechnung bezahlst und alles alleine machst. Außerdem zeigt die 10 der Stäbe, dass du, anders als der Steinbock, noch durch ein paar ja, schwierige Zeiten durchgehen musst, mit deinem Energiehaushalt gut haushalten musst. Vielleicht macht dir auch einfach die Hitze zu schaffen. Und aber dann, wenn du weitergehst und sagst, okay, ich gebe zu, dass ich nicht alles auf einmal schaffen kann, ich setze jetzt Prioritäten. Wenn du das tust, dann wirst du bald so leicht und lässig dastehen wie der Steinbock-Page, den ich dir gerade gezeigt habe. Und ja, vor dich hintanzen dürfen. Also geh es ein bisschen ruhiger an jetzt in der Hitze und du wirst sehen, in den kommenden Wochen wird alles viel leichter für dich sein. Die letzte Karte des Wochentaroskops ist wie immer den Fischen gewidmet und da bin ich natürlich sehr aufmerksam,
welche Karte ich da ziehen werde. Und das ist ganz spannend. Auch für die Fische habe ich eine 10 der Stäbe gezogen. In dem Tarot gibt es ein paar Karten öfter. Und diese 10 der Stäbe sieht aber ein bisschen anders aus als die des Wassermanns, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir sind die 10 der Stäbe der Fische rein visuell jetzt lieber. Sie zeigen eine gewisse Leichtigkeit. Alles, was ich gerade über die Wassermänner gesagt habe, gilt aber dennoch auch für dich, liebe Fische. Die Hitze macht dir zu schaffen. Das kacke ich jetzt mal von mir, weil ich bin Fisch und ich halte es vor Hitze kaum aus. Dennoch ist es keine gute Idee, jetzt einfach alles stehen und liegen zu lassen, sondern gewisse Dinge abzugeben, manche aber auch weiter zu verfolgen. Du bist fast am Ende von etwas und die Dinge entwickeln sich auch schon in eine neue Richtung. Brich jetzt nicht zusammen, sondern geh einfach noch einen Schritt weiter und dann wird das alles richtig gut für dich werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, damit bin ich am Ende des wöchentlichen Taroskopes der Mantika angelangt. Wie immer verlinke ich alles, was ihr so wissen müsst, in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr ein Like hinterlasst oder aber auch kommentiert. Vielleicht habt ihr auch noch Anregungen, was ich verbessern kann. Dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Ja, gegen Lob habe ich natürlich auch überhaupt gar nichts. Und ich melde mich dann nächste Woche wieder. Und ich denke, nächste Woche schaffe ich es dann endlich wieder live. Und ja, ich freue mich, wenn jemand von euch dann dabei ist und mit mir ein wenig über die kommende Woche nachdenkt. Habt eine wunderschöne Zeit und ja, ich freue mich, von euch zu hören. Macht's gut!